runter vom Berg, rein in die Hütte. Leos Labor. Dies ist Dr. Leos Labor. Hier gibt es Maschinen, die nur vom mächtigen Zantetsus Klinge zerschlagen werden können. Sprich zuerst mit einer bestimmten Tür, um ins Zimmer zu gelangen. Da oben sehen wir schon eine Truhe, kommt aktuell nicht ran. Fangen wir hier an, im Keller des Labors, 19 übrige Monsterhöhlen. Hier kommen uns ein paar Maden entgegen. Setting ist auch schon ein bisschen was anderes. Bisher hatten wir immer so Fantasy-mäßig was gehabt. Und jetzt ist es doch ein bisschen futuristisch. Die Biester schleudern so Wasserblasen. Hörer befreite eine große Tür. Machen wir das mal so, die hopsen hier auch rüber. Und die, da hört ihr schon, die kriegen wir nicht platt. Die nerven jetzt natürlich ein bisschen, genauso wenig wie die hier, die rüberrasen. Ja, das ist jetzt schlecht, dann komm mal her, du dummes Ding hier. Level up ist gut, das heilt uns wenigstens. Jetzt kommen wir da rüber, das bringt uns allerdings nicht vorwärts. Also geht's wieder ein Stück zurück. Und weiter nach oben. Mehr von den Wasserblasen teilen. Und da kommt schon wieder so ein nerviger Schrauber rüber. Sehr schön. Gott, ist das nervig. Das war's zum Glück. Jura befreite eine Katze. So schnell weg hier vom nervigen Hubschrauber. Und jetzt links rüber. Mehr von den Wasserspuckern. Oh, die kommen da schneller raus. Ah. Weg nach unten. Gucken wir gleich mal. Das Ding habe ich wenigstens mal nicht getroffen. Das ist nur eine Abkürzung zum Anfang, das bringt uns nicht wirklich vorwärts. Also irgendwie ist die Steuerung extrem empfindlich. Nun lauf doch nicht weg, Mensch! Dann gehen wir mal runter und machen die Höhle fertig. Na, kommt noch einer? Nee. Jura befreite eine Pflanze. Die tanzt nicht. Die Metallteile kriegen wir nicht platt, das heißt, das können wir erstmal vergessen, dann geht's wieder zurück ins Labor. Jura erhielt Zantetsu Klinge, die rüsten wir gleich mal aus. 2 Stärke mehr und schlägt die Monster mit spezieller Rüstung. Aber jetzt kriegen wir endlich auch die Metallteile platt. Dies ist Dr. Leos Labor. Dieses Haus besitzt noch einen zweiten Stock sowie einen Dachboden. Das Zimmer im zweiten Stock ist Dr. Leos. Es gab einmal 2 Modellstädte in seinem Zimmer. Viele Lebewesen wurden von den Modellen verschluckt. Mehr Infos kriegen wir hier erstmal nicht, dann geht's wieder zurück. Und jetzt räumen wir hier auf. Jura befreite eine Pflanze.
Dann wieder ein Stück zurück. Und jetzt können wir den Kram hier beseitigen. Noch eine Katze. Mit einer Menge Möbel. Und jetzt noch die nervigen Hubschraubschrauben. Jetzt arbeiten wir uns hier Stück für Stück ein bisschen vorwärts. Tauchen sofort auf die Maden. Na komm. Das ist ja nett. Ach, die Viecher, die rasen hier jetzt lang. Wenn sie rauskommen, sind sie unverwundbar. Ich parke einfach hier. Kann sie mal kreuzen, kriegt man nicht in der Regel ganz gut. Da haben wir noch oben schon wieder ein paar abhauen sehen. Da kommen sie, dann bleibe ich gleich hier. Das war's. Noch eine Katze. Eine große Tür. Damit wir die Katze auch erreichen können. Mehr von den Flitzern. Oben rechts haben wir in der Ecke auch noch ein paar gesehen. Zum Glück sind die mit einem Schlag tot. Hubschrauber. Oh. Ja, gut, dann kann das ein bisschen dauern, bis die anderen zurückkommen. Das ist eine Abkürzung zurück zum Anfang. Das ist die Höhle von den Flitzern. Und hier geht's weiter runter. Ich gehe mal kurz runter und wieder hoch, damit die Flitzer neu starten. Ich meine, die müssen wir hier abfangen können. Ist schneller als darauf zu warten, bis die wiederkommen. Nur befreite Kiste mit Schubladen. Wir dürfen nicht vergessen, wir befreien Lebewesen, ne? Und das war's hier, dann können wir jetzt runter. Immer noch Keller mit 15 Monsterhöhlen. Gehen wir mal rechts lang. Die Maden rüber. An der Stelle können wir ruhig nochmal die Eisrüstung anziehen, dann können wir gefahrfrei auf die Feuerplatten treten. Auch wenn wir so ein bisschen weniger Schutz haben. Die beiden Höhlen sind fertig, eine Made fehlt noch. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Nur befreite eine Katze. Der Kater schläft. Es scheint, er hat Schmerzen. Oh oh, Dr. Leo?
Und noch eine Abkürzung, die ist aber relativ egal. Um die Hubschrauber kümmern wir uns später. Wir laschen den Weg hier erstmal weiter. Jetzt sind wir in der Röhre. Eine Maus. Erstmal links lang. Und sofort wieder hoch. Die müssen wir jetzt einzeln rauslocken und hier oben können wir sie dann abfangen. Damit ist der Durchgang unten frei. Mehr davon, ich glaube, hier kommen die an, ne? Ja. Jo. Hört's gut zum Eingang. Ja gut, ihr beiden habt es wenigstens versucht. Die mache ich von hier ist einfacher als da oben. Die Biester sind ja immer erstmal ein bisschen unverwundbar, wenn sie rauskommen. Wieder schön drum rumgeeiert. Was gibt's hier? Ich bewahre diese Welt. Bitte nimm dies. Lyra erhielt Erfahrungspunkte. Möchtest du zu Dr. Leos Labor zurück? Nee, danke. Komm wieder, wenn du zurück willst. Jo. Die Rüstung haben wir noch an. Dann können wir die, meine ich, jetzt wieder wechseln. Eine Treppe. Auch ein interessantes Lebewesen. Aber tatsächlich können wir uns mit der Komodo noch unterhalten, mit der Treppe aber nicht. Ach Mensch. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Von drüben kommt Flitzer an. Ach Mensch! Verdammt, das hat mich verrissen. Und gut, dann starten die gleich nochmal neu. Eine große Tür. Ich glaube, ein bisschen können wir ihnen entgegengehen. Level up. Dann laufen wir mal flott rüber. Zu viel Schaden darf es ja nicht machen, oder? Naja, geht. Machen wir jetzt die Nummer fertig. Jetzt können wir gleich wieder von vorne anfangen, wenn wir was befreien. Ein Modell der Stadt. Abkürzung. Und ein Portal. Wir haben alles. Pflanze da drüben rechts können wir nicht erreichen. Wir stehen eigentlich nicht so auf Mäusejagd. Katzen müssen auch nur essen, um zu leben.
Würdest du bitte die Katzen aus dem Raum bringen? Ich fürchte mich zu sehr vor ihnen. Das können wir leider noch nicht. Mein Körper ist gefangen. Hier im Labor müsste irgendwo ein Schlüssel liegen. Dann suchen wir den mal. Ganz schön eingefallen, das Haus. Hier links ist das Modell der Stadt. Die pennt. Lyra legt den Traumstab auf den Kopf der Katze. Dr. Leo, König Margret möchte Sie sofort sehen. Werden Sie mir erlauben, einen Pakt mit Death Toll zu machen? König Margret weiß nichts vom Wert des menschlichen Lebens. Sogar das kleinste Lebewesen hat eine Existenzberechtigung auf dieser Welt. Wenn die Bäume auf dieser Welt in zwei Hälften zerschnitten würden, würde sich der Sauerstoff vermindern und viele von uns würden sterben. Wir tun das, was König Margret uns sagt. König Margret trifft alle Entscheidungen für uns. Hey, es wird Zeit. Dr. Leo, Sie lieben Ihre Tochter Lisa, nicht wahr? Wenn Sie gehorchen, wird Ihnen nichts passieren. Wir werden draußen im Luftschiff auf Sie warten. Kommen Sie heraus, wenn Sie bereit sind. Vergib mir bitte. Die Welt wird früher oder später sowieso zugrunde gehen. Ich kann nicht mehr viel machen. Oh Meister, bitte hilf mir. In der letzten Zeit träume ich immer von Dr. Leo. Ich habe mich gefürchtet, als er verschleppt wurde. Ich habe mich versteckt. Oh ja, ich werde dir dies geben. Dr. Leo hinterließ das. Lyra erhielt einen Türschlüssel. Und dann wieder zurück zur Tür. Lyra benutzte den Türschlüssel. Türen sind für gewöhnlich sehr ruhig, aber es gibt ein paar sehr geschwätzige. Versuche mal mit allen zu reden. Habe ich jetzt nicht vor, denn die Türen, die wir bisher befreit haben, haben uns nichts zu erzählen. Nimm dir die mystische Rüstung aus meiner Schublade. Lyra erhielt mystische Rüstung. Lass mal sehen. 2 Schutzpunkte mehr und unbesiegbar für einen längeren Zeitabstand. Sprich, wenn wir getroffen wurden, sind wir danach länger unbesiegbar. Dann geht's jetzt zurück in den ersten Stock zur Modellstadt.